Ob es eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona geben wird, ist offen. Jedenfalls scheint eine Mehrheit im Bundestag im Moment alles andere als sicher. Für einzelne Berufsgruppen ist die Spritze dagegen bald vorgeschrieben. Eine neue Initiative glaubt, die umstrittene Regelung vielleicht noch kippen zu können, indem sie Betroffene organisiert. Was genau geplant ist, erfahren Sie in Kompakt der Tag am 21. Februar. Das sind einige unserer Themen. Berufsverbot für Ungeimpfte. Rollt jetzt die Klagewelle? Sicherheitskonferenz. Schöne Worte, harte Drohungen. Zugausfall, Regenwind und andere Katastrophen. Das letzte. Ukraine. Was plant Putin? Noch etwa 3 Wochen, dann droht Ungeimpften etwa im Gesundheitswesen praktisch ein Berufsverbot. Denn trotz immer lauterer Kritik, auch aus Kommunen und Landkreisen, hält die Bundesregierung an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest. Erst am Freitag gingen in Dresden unter anderem Pfleger gegen Regelungen auf die Straße. Doch wenn Proteste nicht helfen, dann eventuell klagen. Das meint jedenfalls eine Gruppe von Rechtsanwälten. Nun könnte eine regelrechte Klagewelle ins Rollen kommen. Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sitzen Hebammen, Zahnärzte und Feuerwehrmänner ab dem 15. März im selben Boot. Der Dresdner Rechtsanwalt und Strafverteidiger Frank Hannig hält diese jedoch für verfassungswidrig und kaum umsetzbar. Es wird ein gigantischer Ballon an Prozessen auf uns zukommen, wenn tatsächlich versucht wird, diese Impfpflicht durchzubringen. Die Belastungsgrenze der Verwaltung und der Justiz mit diesen schlecht gemachten Anti-Corona-Maßnahmen, die sind einfach juristisch schlecht gemacht, die ist längst erreicht. Mit 2 weiteren Rechtsanwälten gründete er die Initiative Corona-Klagen, die viele Einzelkläger zu einem Mandantenpool vereint. Gemeinsam beauftragten sie Staatsrechtsexperten mit einer Musterverfassungsbeschwerde und Musterklagen, mit denen die Mandanten juristisch betreut werden. Auf dieser Seite www.coronaklagen.de werden wir jetzt auch dort Musterschreiben veröffentlichen, die jeder Arbeitgeber, jeder Betroffene, jeder Arbeitnehmer verwenden kann, um auf juristisch sichere und, sagen wir mal, hochwertige Weise zu sagen, ich will das nicht, ich protestiere hier dagegen. Und das wiederum bereitet weitere Klagen vor. Ob im Alleingang oder mit der Initiative, mit den Musterschreiben können betroffene Arbeitnehmer von ihrem Recht Gebrauch machen und gegen Maßnahmen des Arbeitgebers wie einer Kündigung klagen. Aber auch Arbeitgebern ist es möglich, gegen Anweisungen des Gesundheitsamtes wie einem Hausverbot vorzugehen. Viele Einzelentscheidungen könnten so zu höchstrichterlichen Entscheidungen führen, die eine Impfpflicht in Frage stellen und das mit Signalwirkung. Je mehr solche Prozesse anhängig sind, desto größer ist die Chance, dass die normalen Medien, in Anführungsstrichen normalen, ja, das irgendwann mal merken und darüber berichten. Das ist ja ein Thema, man muss sich das mal überlegen. 60.000 Verfassungsbeschwerden heruntergeladen. Ein Eilantrag der Initiative beim Bundesverfassungsgericht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu stoppen, steht kurz vor der Entscheidung. Diese könnte wiederum auch maßgebend für die Frage einer allgemeinen Impfpflicht sein. Und dann sitzen wir alle im selben Boot.